Mädel Leute, Serplin hier. Ich hatte ja vor ein paar Monaten ein Video über K-Pop gemacht und wie die Stans mich auf Twitter abfacken. Ja, YouTube hat mir in der letzten Zeit wieder ein paar Dokus und so darüber halt verlinkt oder gezeigt, ne, je nachdem wie man es nennen möchte. Und ich habe ein bisschen kranken Scheiß rausgefunden. So, es sind einfach irgendwelche Kinder, die in Knebelverträge gedrückt werden, heißt Verträge, aus denen sie nicht einfach raus können und die dann quasi einfach physisch und mental komplett durchtrainiert werden, wobei meistens sich irgendwelche Essensstörungen anbieten, ne, so, ne, die entwickeln sich auch ganz gern mal, ne, sonst irgendwie halt Schönheitskomplexe oder halt allgemein Erfolgskomplexe. Zukunftsängste, weil das Label jede Sekunde denen alles wegnehmen könnte, was sie sich über die letzten 10, 15 Jahre aufgebaut haben. So, es ist einfach krank, wie die komplett ausgenutzt werden. So, ich mag K-Pop nicht, aber es tut mir einfach leid für die Kinder, die da irgendwie leiden müssen, damit dann irgendwelche fucking 12-jährigen Fangirls sich dann irgendwie die CD und einen fucking riesen Pappaufsteller kaufen können, damit die fucking Medienfirma all das Geld bekommt und sie einen ganz kleinen Teil davon abkriegen, wenn sie Glück haben. Es ist krank. Und ich möchte einfach nicht drüber nachdenken, aber es ist so eine krank gestörte Industrie. Ich dachte, irgendwie amerikanische Kinderstars oder so haben es schlecht. Junge, noch ein Grund, so einen Scheiß nicht zu unterstützen, so. Naja. Wenn ihr euch diesen 2 Minuten, keine Ahnung, dieses Scheiß-Rummelaber gegeben habt, danke, ihr seid cool, ne? Bleibt toxisch, deabonniert mich, disliked mich, entpimmelt die fucking Glocke und jetzt. Und wir sehen sie, ja?